Papst Franziskus. Obwohl nur als Pappaufsteller anwesend, stand er doch im Zentrum der Katholikentagsdiskussion. Arme Kirche, glaubwürdige Kirche? Sein Wunsch nach einer armen Kirche für die Armen ist nach Ansicht des Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Kardinal Marx, eine heilsame Provokation. Eine Kirche, die in Ruhe sagt, naja, wir sind doch ganz prima, wir brauchen uns nicht zu verändern, wir haben ja alles erreicht, wir haben das Evangelium verstanden, wir setzen das um. Das wäre ja eine wirklich nicht nur verbürgerlichte Kirche, sondern eine Kirche, die das Evangelium nicht mehr als Quelle auch der Unruhe, der Umkehr sieht. Auf dem Podium wurde schnell klar, in vielen Fällen hat die Kirche die Armen und Ausgegrenzten im Laufe der Zeit verloren. Und ganz nach dem Motto des Katholikentags, mit Christus Brücken bauen, müssen sich Kirche und Arme wieder begegnen. Und jemand, der im Elend ist, körperlich oder psychisch, der braucht einen lieben Gott dringend. Und irgendjemand, der ihm davon erzählt. Dabei rückte natürlich auch die Frage nach der materiellen Armut der Kirche ins Zentrum der Debatte, die Diskussion um das Vermögen der Kirche. Also da bin ich Rheinländer. Eine Kirche der Armen wird keine arme Kirche sein. Das würde den Reichen ja so gefallen, dass die Armen nur eine arme Kirche kriegen. Nee, nee, so läuft das nicht. So läuft das nicht. Also, wenn wir theologisch von Armut sprechen, sprechen wir davon, dass Menschen in unserer Mitte leben, die aus der Fülle des Lebens ausgeschlossen sind. Und das Gegenbild ist nicht eine knappe Kirche, die nichts hat, sondern das Gegenbild zu dieser Ausgrenzung ist eine Kirche, die Fülle des Lebens mit allen teilt. Auch der Vorsitzende der Bischofskonferenz verteidigte das Anliegen einer soliden Vermögensvorsorge der Kirche. Sie müsse nachhaltig für ihre Mitarbeiter, Gebäude und Kulturgüter Sorge tragen. Doch es gehe nun auch darum, alle Menschen mitzunehmen und niemanden auszugrenzen. Das will der Papst auf jeden Fall uns ins Stammbuch schreiben, wie es Jesus selber auch getan hat. Eine Kirche, die von den Armen in diesem umfassenden Sinn nicht verstanden würde, wo die Armen den Eindruck haben, das ist keine Botschaft für uns, die ihr da verkündet, die wäre eben nicht die Kirche Jesu. Das ist natürlich schon aufrüttelnd.